Also es wurde dahingehend rationalisiert, dass man auch schon sehr früh, als schon als ich anfing in den 60er Jahren, dass man da auch schon immer bestrebt war, zu rationalisieren, verschiedene Bahnposten wegfallen zu lassen, Bahnpostbegleiter, die vielleicht nicht so beschäftigt, die man nicht so beschäftigen konnte im Wagen, dass man sie herausgenommen hat, dass man die sogenannten Tagesdienste gestrichen hat. Wir waren ja auch am Tag durchaus mit den Bahnposten unterwegs, was uns auch sehr angenehm war, nicht nur in der Nacht. Und dann hatte man, dann blieben eigentlich fast nur die Nachtdienste übrig. Und hier musste dann ein Ausgleich geschaffen werden. Man durfte nur so und so viel Prozent Nachtdienst in der Woche bestreiten. Dann mussten wir auf sogenannte stationäre Ämter und mussten da unseren Dienst leisten für ein paar Stunden, um diesen Dienstplan auszugleichen. Also es ist eigentlich, es war dauernd so, dass mit meinem Beginn in diesem Dienst es auch gleichzeitig immer den Abbau gegeben hat. Schleichend, so dass wir das gar nicht so immer gemerkt haben. Und dann sicher bei, das trat dann sehr häufig einem sehr bewusst, es war einem sehr bewusst, wenn es Fahrplanwechsel war, damals jedes halbe Jahr. Und wenn man da auf einmal merkte, nun ja, oder man erfuhr, die Bahnpost, die gibt es nicht mehr, die ist zurückgezogen worden. Und dass wir dann gesagt haben, ach wie schade, da wären wir gerne weiterhin gefahren. Aber es war einfach so, dass da wurde dann, es gab sogenannte Bemessungen, da wurde ihre Arbeit bemessen im Bahnpostwagen. Und da stellte man dann fest, war ihre Arbeit noch notwendig oder ausgelastet oder konnte man die einsparen. Und dann, tja, und so setzte sich das eigentlich fort bis zum Ende der Bahnpost hier in Deutschland 1997. Und nun ja. Sie haben ja kurz vor, bevor die Bahnpost eingestellt wurde 1997, Ja. haben Sie aufgehört. Ja. Wie sind Sie aus dieser Sache rausgekommen? War das glücklich für Sie, so Ihr Ende da? Ja, ich habe also im den sehr sogenannte Vorruhestand, den ich in Anspruch genommen habe, der begann dann zum 01.01.1997. Ich bin also im Dezember dann zu Hause geblieben und habe es eigentlich, mir war das nicht sehr bewusst, nur bin ich schon seit Jahr und Tag engagiert in einem postgeschichtlichen Verein, einer sogenannten Arbeitsgemeinschaft Bahnpost, die hier also forscht, Postgeschichte speziell über den Bahnpostdienst. Und da war ich viele, viele Jahre sehr ehrenamtlich beschäftigt, bin natürlich auch heute noch Mitglied. Und da konnte ich eigentlich diese ganze Geschichte ein bisschen auffangen. Und es war gar nicht so wehmütig für mich, jetzt so gravierend dieses Ende zu empfinden. Also es gab aber natürlich Kollegen, die da sehr darunter zu leiden hatten. Es gab auch beispielsweise etwas danach, späterhin, dass man dann im Gespräch festgestellt hatte, dass der Kollege sagte, also es ist nicht zu glauben, ich wache nachts auf und träume von irgendeinem Bahnpostzug und meine Frau sagt, es ist alles in Ordnung, es ist gut, du musst nicht raus, bleib liegen, es ist ja vorbei. Also es gab durchaus Kollegen, die damit sehr noch beschäftigt waren im Kopf und für mich, wie gesagt, nicht. Ich hatte hier diesen Verein, der mich da eigentlich ganz gut aufgefangen hat, wo ich mich mit diesem Thema postgeschichtlich weiter beschäftigen konnte.